Glöckchen, mein Glöckchen. Ja. Oh, da liegt was. Oh? Lavendelwasser. Geil. Finde ich immer gut. Einfach so, hier in der Pfütze. Wahrscheinlich ist das kein Lavendelwasser, sondern Pfützenwasser. Ey, das sieht aus wie eine Tür mit einem Siegel. Der Grabstein hat ein Wappen. Und mich juckt's im Ohr. Das sind beides Informationen, die essentiell sind. Ja, jetzt juckt's mir nicht mehr im Ohr. Das muss ziemlich alt sein. Warum kommt es mir so bekannt vor? Weil dasselbe Siegel in der Tür in dem Haus da war? Aber das hier ist anscheinend nicht aktiviert, weil normalerweise leuchten die ja blau irgendwie, ne? Wenn die... Ja, genau. Ich glaube auch. Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Wohl wahr. So, dann geht's da wohl nicht weiter zuerst mal, ne? Also, ich schätze mal, weil es leuchtet nicht. Können wir da... Oh, da können wir kriechen. Riechen wir doch mal mit dieser schönen Kameraeinstellung. Ich würde gerade sagen, der Kameramann freut sich bestimmt, dass er da jetzt hinterher kriechen darf. Das teure Equipment. Eine Laterne blieb zurück. Von war was? Hier jemand? Alissa stellt die richtigen Fragen. Wie Wasser? Da ist ein Geist vorne. Oder, oh ja. Oder sehe ich den nur? Nee, ich sehe ihn auch. Du wirst nicht verrückt, keine Bange. Also nach dieser Szene würde es mich nicht wundern. Da ist eine Leiter. Ich habe auch an meinem Verstand gezweifelt. Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter? Hochklettern? What? Ja, lieber einen Colonel anfunken und fragen, wie es geht. What is this? Danger. Danger. So eine Art Lagertank. Für Gefahr? Oder für Gefahren gut? So schwer. Ich krieg ihn nicht auf. Meint sie den Luke da am, oder was meint sie da? Wahrscheinlich den Luke. Den Luke. Den Luke Skywalker. Wenn ich nur etwas hätte, um ihn zu öffnen. Ja, du hast zwei Hände. Du könntest ja die Werkzeugkasten holen und dann den Luke per Hebelwirkung öffnen. Ja, du könntest auch dir die Pulle Lavendelwasser dazwischen klemmen und das damit aushebeln. Oder mit dem Schlüssel hier oder, weiß ich nicht, mit dem Kleeblatt der Liebe. Mit dem Kleeblatt der Liebe kann man bestimmt alles reißen. Das Ruder. Das Ruder kann man damit reißen. Ja, und es hat wundersame Kräfte. So, das sieht da unten so aus, als hätten wir 2 von 4 dieser Juwelen. Korrekt. Naja. Mal gucken, wie viele Bosse da noch auf uns warten. Tausende wahrscheinlich. Es lässt sich kaum erraten. Oh, okay. Wo sind wir denn? Das sieht doch alles ganz nett aus. Findest du? Nein, ich finde. Also ich finde Kanalisationslevel ja eher nicht immer so toll. Da steht auch Danger dran. Bestimmt eine gute Idee, da reinzugehen. Ja, also hier ist eine Speichermöglichkeit und das ist ein Krug mit sauberem Wasser. Den wir aber nicht brauchen, da wir nicht nachfüllen müssen. Da wir voll sind. Voll bis unterm Rand. Voll bis Oberkante Unterlippe. Alissa ist voll. Arbeiterkorridor. Meinst du, es wäre klug, hier lang zu gehen? Ich meine, es wäre klug, das Ding da aufzuheben, was da leuchtet. Arbeiterschlüssel. Öffnet er eine Arbeitertür? Ich glaube, er eröffnet einen Arbeiter. Hä? Ja. Ach, hier kann man sich doch bestimmt verstecken. Stimmt, so ein... Ach oder? So. Ah ja, so eine Ein-Personen-Sicht, ne? Ja, genau, so eine Ein-Personen-Sicht. Na gut. Dann gehe ich, oh mal, Gott. Geh ich mal mit dem Arbeiterschlüssel hier wieder raus. Und ich glaube, als nächstes sind die dran, die oh ich besonders fand. Da lacht jemand und wirft eine Axt.
Er ist jetzt echt schon Zeit für den nächsten. Ist das ein Clown? Nein, es ist noch ein anderer. Okay. Dann ist das noch nicht der für mich lächerlichste Gegner. Oh Mann. Was zum... Oh. Hey, das ist Seth aus Street Fighter 4. Seth ist hinter dir her. Ja, keine Ahnung, wie er heißt, aber ich hab mal Bock hier ihm... Ah, nee, das ist... Oh, nice ist das ein Versteck? Ich meine, du stehst nur hinter diesem Ding. Oh, nice trick. Er sagt andauernd, oh, nice trick. Und dann haut er wieder ab. Das ist ja... Der hat dich jetzt nicht durch das Wasser gesehen. Wollen die mir das wirklich weiß machen? Anscheinend ja. Und Musik hat aufgehört. Ja, und das Einzige, was er sagen kann, ist wohl, oh, nice trick. Das hat er gerade irgendwie 4-5 Mal hintereinander gesagt. Anscheinend war es ein guter Trick. Er kann anscheinend nicht durch Wasser sehen. Guter Trick. Nice Trick. Er hat anscheinend nicht so den Durchblick. Vielleicht sollte er sich mal eine Brille zulegen. Könnte. Hat auch mir geholfen. Kann ich nur empfehlen. Abgesperrt. Der Arbeiterschlüssel könnte gehen. Aber kann er auch laufen? Kann er auch rennen? Kann er hinfahren? Könnte er auch liegen? Ja. Was passiert mit diesem Arbeiterschlüssel? Ich bin enttäuscht, ich hätte gedacht, er ist für einen Arbeiter. Da könnte man Arbeiter mit aufschließen, meinst du? Ja, ja. Ja, ich finde, Arbeiter sollten aufgeschlossen sein. Das ist eine gute Einstellung. Ne? Satrapsche. So. Da geht's rundherum und eine Treppe und Fidibum. Rundherum. Fidibum. Ja. Lift B3. Ah, das heißt also, hier ist irgendwo ein Fahrstuhl. Oder eine Lift-Apfelsaftschorle. Ja, weiß das. Ja. Da ist ein Fahrstuhl. Kein aufgeschlossener Arbeiter, keine Lift-Apfelsaftschorle. Was ist denn das für ein Spiel? Oder sagt auch. Ich nehme einfach mal B1. Aufwärts. Aufwärts in Basement Nummer 1. Ergibt erschreckend Sinn. Ja, weil wir gerade in Basement 3 waren, ne? Richtig. B1. Die Autobahn. Tarnring. Ey, dafür haben wir echt zu viele. Also, vielleicht sollten wir... Jetzt sollten wir mal einen benutzen. Ja, so eine Stealth-Tarnung. Vielleicht kriegen wir auch so viel davon, weil die nicht so pralle ist oder so. Ich weiß halt nicht. Ich kann mich an deren Funktion halt kaum noch benutzen, weil man... Kaum noch, wann es schlau ist, die zu benutzen und ob... Wie das beim Verstecken ist, ne? Wenn der einen dabei sieht. Wobei, da haben wir auch schon festgestellt, dass... Manchmal ist das scheißegal, ob der einen gesehen hat beim Verstecken. Ja. Und hier ist ein elektronisches Türschloss. Die Stromanzeigelampe ist aus. Also wir brauchen... Die Stromanzeigelampe. Weißt du, ich hätte Lämpchen gesagt oder so, ne? Aber... Die LED. Offensichtlich ist es ja eine L-A... V. Wow! Eine S-A-L... Was? Hab ich mich erschrocken, Alter. Stromanzeigelampe. Kein LED. Wo auch immer er jetzt plötzlich herkam. Der Schutzschalter. Der Strom wurde ausgeschaltet. Er schaltet wieder an. Das steht jetzt bestimmt in dem nächsten Text als Frage drin. Wieder einschalten. Den Hebel nach oben legen. Dieser Hebel ist jetzt nutzlos. Wegwerfen. Abreißen. Da scheint nichts zu passieren. Wie beim Carmador. Schlimm. Ich versuch's einmal nochmal, aber es bringt nichts. Hebel benutzt Plastik. Ah! Ich habe einen Tornado um ihn herum erzeugt. Er wirbelt. Was ist das?
Handschuhe. Aha, Handschuhe. Gummihandschuhe. Muss ich damit... Hä? Ja, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, ob ich damit irgendwie eine elektrische Leitung oder so anfassen muss. Ja, genau, das wollte ich eben. Oder Gartenarbeit, das wäre mein nächster Tipp. Gartenarbeit. Die Gartenkralle. So. Es ist Glatzmas, der Gartentroll. Haben wir hier in B1 soweit eigentlich alles erkundigt, was wir erkundigen können, oder? Ah ne, da ist dann diese Treppe. Gut, die Treppe, von der du gekommen bist, oder? Du musst ja wieder zum Fahrstuhl hoch. Hey, ich war... Der hatte doch schon das Wasser im Gesicht. Ich fahr einfach mal in B2. Und er kommt nicht mit. Nee, er hat keinen Bock auf B2. Guter Fahrstuhl, ne? Also, ist ein gutes Fluchtmittel. Ich sehe uns jetzt die ganze Zeit hoch und runter fahren. Ja, das kann passieren, wenn man die Gegend nicht kennt und nicht weiß, wo man hin muss. Oder speichern und laden. Was ist das? Das ist ein großer Raum. Das ist B2. Was passiert hier? Oh, es ist nass. Offensichtlich. Oh, sag mal, wo kommt der denn her? Ich habe eine Brechstange gefunden, aber wir können jetzt ihm eine in die Fresse hauen. Echt mal, weil er plötzlich hinter dir steht. Ah, okay, also mit dieser Brechstange könnte ich mir vorstellen, können wir diese Luke aushebeln. Ah, ja, ja. Luke Skywalker. Guter Plan. Scheiße. Ich nehme jetzt mal so einen Tarnring, bevor wir in Panik geraten. Und mach mich einfach mal unsichtbar. Oh, nice. Ist eine. Ja, ja, wo ist sie denn hin? Da ist Feuer. Und da ist ein Dingespunkt. Ja, ach scheiße, so lange hält er gar nicht. Aber scheiße. Schön anzusehen, wie der einfach. Oh fuck. Die ist genau vor meinen Augen verschwunden. Sowas Dummes aber auch, ne? Ja. Hat ja niemand ahnen können. Geh in den Fahrstuhl. Gut, dass sie das noch völlig lässig macht. Ja gut, sie war da auch nicht mehr in Panik. So. Ja, es ist unfair, dass der plötzlich auf einmal hinter einem steht. Das finde ich nicht cool, sowas. Ja, sie werden immer uncooler. Ja. So, in diesen langen Gang müssen wir rein, dann kommen wir wieder dahin, wo die Luke war. Oh, da, ich habe ihn gehört, ja, eine Tür öffnet und plötzlich vor mir steht. Da erzeuge ich einfach mal geschwind einen Tornado. Alissa, Güterin über die Winde. Ach ne, wir brauchen ja gar nicht das Menü. Es geht ja so. Ich glaube schon, ja. Ist ja eigentlich der... Ah, die Brechstange geht sogar. Gut kombiniert. Da ist eine Leiter, runterklettern. Ja, bitte! So, ich dachte, du müsstest da jetzt reinspringen. Und da war ein Geist. Ach, das war dieser Geist auf der anderen Seite. Da ist ein Skelett. Gehört bestimmt zum Geist. Ich wette, da brauchst du ein sentimentales Objekt. Was macht das hier? Sitzen, alles. War das hier eingeschlossen? Da ist eine Notiz. Da ist was auf dem Skelett geschrieben. Hier war mal ein Hirn, gezeichnet Gott. Jetzt ist es weg. Ein Dokument. Es ist okay. Eine auf Papier geschriebene Notiz. Ja, da bin ich gespannt. Wie viele Tage sind vergangen, seit er mich hier einschloss? Ich kann kaum mehr schreiben. Alpha Telefon Münster. Ich kam, um dich zu retten, aber jetzt bin ich hier gefangen. Ich habe mein Versprechen, dich zu beschützen, gebrochen. Das darf man aber nie machen. Nee. Bald schon werde ich noch nicht einmal diese Gedanken aufschreiben können. Alpha Telefon Münster. Ich habe meine Brille verloren, die du mir gabst. Viel, Mann. Wäre es zu viel, in meinen letzten Stunden nach einem Andenken an dich zu fragen? Andenken laden. Es macht für mich alles keinen Sinn, was da dieses Gekrakel. Da ist eine Brille. Ey, cool. Alexas Brille gefunden.